Prahle heimpacken. Die halten sich ja, dann nehme ich die dicken Suppen hier mit, die alten. Wow. Ach, was soll's. Die alten Eier, 2 Kilo Eier. Bimmel. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. 10 Kilo Fleisch ist fast schon zu viel, Fisch ist fast schon zu viel. Habe ich noch irgendwas, was ganz ranzig ist, so wie diesen Fliegenpilz hier? Und die Karotten verarbeiten wir. Röhrenpilz. Hier, alte Zwiebeln, kann ich Fleisch mit Soße draus machen. Kohl. Ja, das passt so. Oh nein, diese schrecklichen, schrecklichen Blockaden. Aber ich brauche auf jeden Fall diesen Kackrik-Hörfbogen. Ich dachte gerade, das ist ein Hase, aber es war ein Stein. Und was das jetzt diesmal lag? Hier, diesen leckeren Hasen. Das ist ein Stein. Oh, sorry. Meine Augen. Ehrlich gesagt, so ein halber Kilometer ist echt nicht weit, wenn ich ganz ehrlich bin. Den zu laufen geht sehr, sehr schnell. Ich hätte die Schere zu Hause lassen können. Wenn esse ich nur die besten Beeren, ist doch klar. Also ein halber Kilometer ist wirklich keine weite Entfernung. Es ist für mich echt ein Rätsel, wie es manche Leute schaffen, am Tag keinen halben Kilometer zu laufen. Und ich meine jetzt nicht 80-, 90-Jährige, die vielleicht wirklich Probleme haben aufzustehen, sondern im Allgemeinen. Ach, Kacke. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Wolf. Okay. Okay, ein Biss ist gerade, ist umsonst, okay. Ein Stück Wade kannst du haben. Er hat aufgegeben. Wahrscheinlich bin ich aus seinem Territorium rausgelaufen, oder? Sie haben das verbessert, dass die ihm nicht mehr ewig weit folgen. Ne, er folgt mir tatsächlich nicht mehr. Egal, ich bin froh, dass er jetzt abgehauen ist. So, erstmal die Sache mit dem Lehmberuf. Ist doch schon soweit, oder? 6 Uhr, ja, steht gefälligst auf, ihr faulen Einfallspinsel. Aufstehen, hier. Journale. Verfolgen. Helga. Helga. Was ist das da? Helga? Irgendwo da hinten. Helga. Ah, das ist ja, ich hab's gemacht. Oh, vielen Dank. Auf die Dynastie-Reputation können wir leider nicht scheißen, aber. Ich habe hier ganz tolle Sachen für dich. Hier, dieser köstliche Strohhut und diese köstlichen Beeren. Und hier ganz tolle dicke Suppen, die jetzt plötzlich. Bringen die jetzt mittlerweile mehr? Okay, Eier sind immer noch wertlos. Fisch bringt aber oh, nicht so viel, aber läppert sich auch dafür, dass ich es umsonst krieg. Und bei. Wie steht's denn um meine? Nein. Fähigkeiten, Technologie, wollte ich. Also hier läuft's echt. Da habe ich schon fast die. Bin ich schon fast bei der Mine. Ich würde gern sehen, wie viel Fische ich habe. Wie viele Punkte ich insgesamt habe. Ja, hier läuft's auch. Habe ich schon fast den Ferch. Ach, Crafting. Ach ja, da oben steht's ja. Wann bin ich da? Ob's wirklich ab 2500 Punkte? Weil es sieht aus, als ob ich schon fast erreicht habe.
Ja, ein weiter Weg. Ein Kilometer läuft sich dann schon nicht mehr so schnell. Obwohl, ja doch, auf modern ausgebauten Straßen vor allem und Fußwegen. Ich bin in der dritten Klasse jeden Tag einen Kilometer gelaufen, allein um in die Schule zu kommen. Also, ja. Da ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich kaum Weg, aber als ich dann in der Stadt umgezogen bin, hatte ich dann ungefähr einen Kilometer Weg zur Arbeit. Das war zwar im Winter unter Umständen vielleicht wirklich ein bisschen kalt, wenn es so richtig eisig war. Aber auch das kann man problemlos laufen. Da hätte ich jetzt auch niemals die Bahn genommen für diese Strecke. Ehrlich gesagt, ich würde auch jetzt noch zu Fuß laufen, wenn ich nicht 40 Kilometer hätte. Und das fahre ich auch nicht mit dem Fahrrad. Wurde zwar auch schon gesagt, ja, nimm doch das Fahrrad dafür. Nein. Wir haben ja auch keine normalen Strecken. Hier ist alles Berg und Tal. Das ist Berg- und Talfahren finde ich nochmal schlimmer als. Also gerade Strecken fahre ich viel lieber. Wirklich viel, viel lieber. Die Baufähigkeiten kann ich eigentlich ganz gut brauchen. Ach, wisst ihr noch, als wir so ganz wenig nur tragen konnten? Das war scheiße. Deshalb muss man auch so schnell wie möglich sich die Taschen besorgen. Weil ohne die macht es keinen Spaß. Ach ja. Ich würde gerne die Steinsperre machen können. Aber was brauche ich denn dafür eigentlich? Waren die hier dabei? Ja. Da könnte ich auch mit diesen Quests deutlich weiter vorwärts kommen. Ich brauche halt Quests, in denen ich eigentlich Jagdfähigkeiten kriege. Aber leider ist das nicht so einfach. Ich habe mir halt vorgenommen, ziemlich den ganzen Tag aufzunehmen. Wahrscheinlich auch öfters mal das Spiel hier. Wie steht's? Oh, da ist noch Platz. Bären sind halt echt gut. Du sammelst sie sehr schnell. Sie bringen dir eine Münze. Findest sie auch hier in großen Mengen immer. Und sie wiegen nur ein halbes Kilo, wiegen nur 50 Gramm und bringen trotzdem eine ganze Münze und du kriegst halt gleich mit einmal sammeln mehrere. Das heißt, du kannst locker ein paar hundert Münzen machen, wenn du dich einmal voll lädst. Du kannst in der Theorie, wenn du richtig effizient arbeitest hier, wahrscheinlich am Tag
2.000-3.000 Münzen hinkriegen. Also eigentlich würden nur Trottel die nicht nehmen. Gut, oder Leute, die schon voll sind. So, mehr werde ich nicht nehmen. Das reicht aber auch. Wie viel habe ich denn? Jetzt habe ich nicht geschaut. Ja. 850 Münzen. Na, dann gehen wir doch durch den Steg da. 850 Münzen haben oder nicht haben. Warum verkauft mir keiner so einen scheiß Stein an einen Spieß? Ich wäre gern bereit, 300-400 Münzen dafür zu bezahlen, wenn ich die Quest wenigstens abschließen könnte. Was muss ich überleben? Warte mal. Ich glaube, hier soll ich vielleicht doch nochmal nachskillen und vielleicht die Überlebenskenntnisse doch nochmal machen. Vielleicht geht es dann besser. Aber überleben mache ich doch die ganze Zeit, indem ich die Sachen da sammle. Muss dann gleich mal gucken, wenn ich was sammle, wie viel mir das bringt. Vielleicht war ja, ist Jagen da doch das Falsche. Ich will unbedingt so einen Rekordbogen haben. Unbedingt. Und diese scheiß Spieße, aber da muss ich halt wirklich einfach weiterkommen. Ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt hast du deine Fähigkeiten auf Maximum, jetzt kannst du die Fähigkeiten, das Wissen wegnehmen, aber ich glaube, man sollte wirklich warten mit diesem Wissen, bis man alles andere hat, dann kann man es wegnehmen. War vielleicht ein Fehler. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann Sachen machen kann wie Obstkuchen. Na, kann ich die Bären auch alle bei uns abliefern? Da habe ich dann mehr davon und der Obstkuchen ist halt sau viel wert für das bisschen, was du machst. Also was du an Gewicht hast vor allem. Hey, komm mal her, hier. Quest für dich. So, wer verkauft die Sachen? Du. Hier, 43 Kilo Bären. Hier, Stein. Ach du Scheiße, die hat gar kein Geld mehr. Gibt's hier noch einen Händler? Ja, dich. Diese schrecklichen Blockaden. So, ich guck gleich mal nach Technologiepunkten, wenn ich jetzt hier was sammle. Ah, tatsächlich Technologie. So, 1320. 3. Ich krieg da gar keine Punkte für. Wofür kriege ich hier Skills? Vielleicht doch noch für Jagen? Tatsächlich, ich muss unglaublich viele Tiere töten. Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber das Spiel zwingt mich echt dazu.
Da kriege ich für euch 3 Punkte. Da werde ich irgendwie 1000 Tiere erlegen müssen. Also ich skill dann wieder um. Und krieg dann 9 Punkte für euch. Ne, krieg ja, ich krieg ja nicht dreifache Menge, ich kriege bloß 10% mehr, aber trotzdem wird sich auch rentieren. Gut, das heißt, ich werde jetzt. Ich muss jetzt wirklich alles töten, was sich hier irgendwie befindet. Voll ins Genick. Das sind noch richtig Hardcore-Tiere hier. Die einfach mal so einen Pfeil ins Genick wegstecken. Ja, jagen. Jetzt ist echt Jagen angesagt, massiv. Ich habe anfangs schon mal ein bisschen auf Jagen geskillt, das weiß ich. Ach, ich glaube, Bären sammeln war Survival. Schade, dass man nicht auch Wegweiser aufstellen kann. Und eine Schnellreise. Fehlt immer noch eine Schnellreise im Spiel, finde ich. Die würde ich jetzt zwar gerade nicht nutzen, weil ich hier eine gute Chance hätte. So, Hase. Hasenjagen lohne ich jetzt. Mache ich jetzt nicht unbedingt. Aber sie setzen sich direkt vor mir hin. Aber ein Hase lohnt sich eigentlich auch so. Ich glaube, ich skill erstmal um, bevor ich hier alles erlege. Ich glaube, ich gehe erstmal heim. Ja, das ist wichtig, dass ich jetzt umgeskillt habe, bevor ich das alles töte, weil das sind ja immer 30% Erfahrungspunkte, die ich verschenke, so. Ich komme wieder. Ganz verschenken muss ich es ja auch nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier alles erlegen, was hier irgendwie vor die Flinte läuft. Oder vor den Bogen eher. Unser Kind wächst auch irgendwie nicht, oder? Okay, habe ich noch ein paar Preis. Oh, irgendwann anders. Hau mal das Fleisch raus. Jetzt gehe ich bei meiner Frau schnell um. Oh, hoppla, war noch gar nicht. Ein Fleisch. Das ist nicht zu billig. Habe ich noch irgendwas, das hier rein kann? Ah ja, Hasenpelz. Natürlich. Und vielleicht haben wir den 169, das passt doch wunderbar mit den Karotten da wieder zusammen. Und mit dem gebratenen Fleisch und den Zwiebeln, ja, das wird ganz leckeres Essen hier. So, Frau, ich möchte umskillen. Kann das nicht mal jemand wegräumen?
Warte mal. Überleben. Zieht das. Gewinnung kannst du mir so bleiben. Jagen. Ich habe sogar Jagdwissen. Ach, da bin ich noch gar nicht viel weiter. Überleben, okay. Jetzt sehe ich nicht überleben. Fischer, Wassertänzer, ich nehme eins Wassertänzer. Perfekt. Hölzerner Speer. Nichts Lohnendes da, aber wenn sie schon mal da sitzen, sagen sie nicht in Bewegung, sondern treffe ich die auch. Vergammeln lasse ich das Fleisch auf jeden Fall nicht. Dich. Wollte gerade sagen, wie kannst du das Riesenvieh nicht sehen? Wo rennt denn ihr hin? Okay, schauen wir doch mal, was bringt denn so ein Wiesent? 1, 3, 5, 7. Du willst dich verarschen, oder? Das bringt alles nur 3 Punkte, egal wie groß das Vieh ist. Das heißt, ein Hase ist nicht besser als ein Büffel, den ich gejagt habe. Gib mir 1 Million Hasen und ich knall die alle ab. Das geht daneben. Ein Witz, warum hauen die ab? Hier nehme ich irgendwie so ein bisschen an die Borik. Mit diesen. Wir müssen noch machen, wenn sie sterben. Was? Keine Pfeile mehr. Wenn man nicht den Kopf erwischt, ist es echt. Halten die ganz schön was aus, oder? Knall einfach alles hier ein bisschen weg. Ich habe dich auch erwischt. Die Füchse müssen jetzt auch dran glauben.
Ist nicht meine Schuld. Das Spiel zwingt mich tatsächlich dazu, hier massiv Tiere zu töten. Oh, aber den wollte ich gar nicht abfeuern. Hoppla! Entschuldigung. Scheint sie direkt zu erledigen. Vielleicht aber auch nicht. Ich finde tatsächlich fast lieber, wenn sie mich angreifen. Na. Da ist ein Steinpfeil im Wasser gelandet. Guck mal, ob ich ihn kriegen kann. Zack. Erwischt habe ich tatsächlich. Ach. Ich hätte dich wahrscheinlich nicht richtig wahrgenommen. Nein, Glück hast du schon ein paar Treffer in dir gehabt. Mein Affe schläft in dir, heißt es doch so schön. Das ist ein Massaker, was ich hier anstelle. Das ist das Schweigen der Rehe. Das Schlimme ist, ich habe jetzt noch nicht mal meint, ja, oh, das muss ja massig Erfahrung bringen, das bringt aber fast gar nichts. Was sind wir jetzt? 1400. Da muss ich bestimmt noch 30 Tiere töten. Ich habe ja alles erlegt, was irgendwie zu erlegen ist. Der Wald ist höchstwahrscheinlich jetzt tot. Das ist noch Hasen. Hier ist weiter weg, das sehe ich noch nicht. Was davor. Aber Hasenjagd ist tatsächlich auch nicht so ungewöhnlich gewesen. Ich persönlich mag gekochten und gebratenen Hasen ganz gern.
Viele können das nicht, weil Hasen halt was Süßes, süß aussehen. Vielen ist auch nicht bewusst, dass das Fleisch, was man im Supermarkt kauft, tatsächlich ein Lebenstier war. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Der moderne Mensch ist irgendwie traurig. Zumindest aktuell noch. Wir arbeiten ja tatsächlich in Hochdruck an In-vitro-Fleisch, das ohne tierisches Leben zu zerstören, gewonnen werden kann. Ein Speer. Respawnt der hier oder? Können wir nicht fast meinen. Okay. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt nochmal was und dann will ich die Aufnahme beenden. Wenn ich überhaupt was. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel zu verkaufen. Ich habe auch Glück, und die Fallen sind wieder besetzt. Also die Hasenfalle läuft aber. Wie gesagt, gefällt mir die Hasenfalle fast schon am besten. Klar, wenn du federn willst, sind die anderen auch nicht schlecht, aber die Hasenfalle scheint wirklich am besten zu sein, aus meiner Sicht. Ach, Kilo weg. Brei passt eigentlich noch. Sagen wir, verkaufen das hier. Die können auch weg. Daraus kann ich halt noch nicht viel machen. 20 Kilo davon. Salz ist mehr wert. Ich habe gar nicht so viel wie erwartet. Bin ganz ehrlich, ich habe mit mehr Vorräten gerechnet, aber ich habe auch jetzt nicht gekocht über Nacht. Das werde ich dann gleich wieder machen, da werde ich wieder alles in die Taverne schleppen und dann alles mit einmal machen. Während ich hier im Haushalt irgendwelche anderen Sachen erledige, höchstwahrscheinlich, so wie ich das immer mache. Funktioniert echt gut, das System, weil ihr müsst mir jetzt nicht die ganze Zeit zuschauen. Ich dachte gerade, die Gold. Oh, das... Gold fehlt irgendwie noch so. Also Gold ist so die Standardressource, aber Gold findest du auch nicht überall. Irgendwer hat hier schon alles geplündert. Widerlich. Das hier, ihr könnt doch irgendein armer Reisender vorbeikommen, der auf die Bären angewiesen ist und die haben alle weggefressen. Hast du überhaupt noch Geld? Du hast ja. Aber nicht mehr viel. Dann nimm erstmal alles, was ich so habe. Denn ich möchte das Geld haben, was du hast. Immerhin 4, ich glaube, das ist alles mehr wert. Gott. Ihr habt nicht zufällig wieder ein paar Steinchen hier. Ein paar Stückchen und Sachen. Nö. Ihr lernt aber auch nicht raus. Ihr werdet da immer wieder beklaut und ihr denkt euch wahrscheinlich, ist halt so. Naja, ist nicht mein Problem. Erstmal. Ja, langsam nehmen auch meine Pfeile ab, tatsächlich. Ich muss jetzt endlich mal die Schurscheren und sowas rauspacken. Weil das wiegt alles... Das hat alles Gewicht und kostet mich halt. Dadurch ein bisschen Zeit. Oder ich kann halt weniger verkaufen mit einmal. Habe ich die Bären jetzt verkauft? Hatte ich die auch dabei? Ja, ich habe es gar nicht mitgenommen. Macht nichts. Die Bären sind halten bis nächstes Jahr zum Glück. Ich finde es gut, dass es hier wirklich nicht so ist, ab 12 Uhr wird alles schlecht, sondern erst mit Jahreszeitenwechsel. Ich habe erst anfangs gedacht, oh, das macht es zu leicht, aber das wäre echt blöd.
Ich habe mich gerade gefragt, warum gibt es denn keine Kartoffeln? Aber Kartoffeln gab es ja im Mittelalter gar nicht. Die sind erst mit der Renaissance zu uns gekommen. Ach, die wollte ich auch verkaufen. Ach, egal. Okay. Dann mache ich mir mal. Nehme ich mal so viel Fleisch mit, wie ich tragen kann. Trage das rüber. Leg das da in die Kiste und. Zweihundertneunundzwanzig Fleisch, das kann ich jetzt alles zu Suppen verarbeiten gleich. Ach, ich habe noch einen Eintopf hier drin. Und eine Speisemorchel, die habe ich ganz vergessen. Die Frage ist, was machen wir? Ich glaube, ich nehme Karotten und Kohl wieder, standardmäßig. Wir haben noch die alten Karotten hier drin, oder? Ja. Kohl, den lasse ich mal noch, weil wir haben noch keinen neuen. Haben wir noch gebratenes Fleisch, das hätte ich auch gern. Dann mache ich aber Fleisch mit Soße draus, leckeres. Ja, jetzt bin ich ein klein bisschen überladen. Das wird aber gleich noch viel, viel schlimmer. Kann ich eigentlich springen? Oh ja, geht. Okay, ist ein bisschen zu viel. Pack mal ein klein bisschen Fleisch zurück. Wenn ich nicht laufen kann. Ah ja, machen wir 100 mal 128 mal Eintopf. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Und ich habe zwar Kochen geskillt, das scheint aber trotzdem 5 Sekunden zu dauern. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal, wenn über Nacht die ganzen Gerichte auf wundersame Weise verarbeitet wurden. Also, bye Leute.